Servus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich nehme Sie heute mit in die Kirche. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so oft in der Kirche. Aber wenn ich über Kirche sprechen möchte, dann am liebsten mit einem Menschen, nämlich mit Rainer Maria Schießler. Der ist Pfarrer hier in St. Maximilian und den treffe ich jetzt gleich. Hallo. Ist gut. Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir sind in St. Maximilian. Haben Sie einen schönen Ort da, gell? Sie sind einen kühlen Ort. Ja, das stimmt. Aber im Winter einen sehr kalten Ort. Da ist ein kalter Ort. Ja. Ja, wie man sieht. Ja, aber auf jeden Fall schön. Sie sind ja schon seit 30 Jahren jetzt da, oder? 30 Jubiläum. Ja. Mhm. Wahnsinn. Lange Zeit. Vergeht wie im Flug. Ja? Ja. Aber Sie kommen immer nur jeden Tag gern her. Ich bin jeden Tag hier. Das ist mein Wohnzimmer. Ja, ja, schön. Ja, ich bin gespannt, wir unterhalten uns ja ein bisschen. Vielleicht können wir uns einfach hier sitzen. Ja, Herr Pfarrer Schießler, ich freue mich sehr, dass Sie gleich zugesagt haben. Ich habe Sie einfach gefragt, ob Sie mal Lust hätten, dass wir uns unterhalten. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin auch in München aufgewachsen, nicht wie Sie in Leim, sondern nur ein Stückchen weiter draußen in Aubing. Und bin natürlich auch katholisch aufgewachsen und bin jetzt eigentlich hauptsächlich als Kabarettistin tätig. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, so den Humor, das schöpft man immer aus dem, was einem eigentlich besonders nah ist. Also ich muss schon zugeben, dass mich mein katholischer Hintergrund auch oft einmal inspiriert für die Bühne. Und ich würde Ihnen gerne zum Anfang eine kurze Geschichte erzählen, die auf der Bühne eine von meinen ersten Bühnengeschichten war das eigentlich. Und zwar geht es darum, dass ich eben in Aubing gern bei meiner Oma war, weil die so viele Viecher gehabt hat. Also so Hund und Katz, aber Hähnen, Hamsterhosen, Kanaris, Wellensittiche, ganz unterschiedliche Tiere. Und die haben aber alle eins gemeinsam gehabt. Die sind nicht wahnsinnig alt geworden. Also sind oft bald eingegangen. Also dass ein Viech eingeht, war so wesentlicher Bestandteil meiner Kindheit. Und ich bin eben, wie gesagt, katholisch erzogen worden. Das heißt, ich bin in die Kirche gegangen und habe da auch so mitreden können als Kind alles, weil ein bisschen leiert es ja so ein. Aber ich habe nicht alles verstanden als Kind. Und über einen Satz habe ich eben jahrelang nachgedacht, warum der so in der Kirche gesagt wird. Und zwar ist das der Satz: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Dann habe ich mir immer gedacht, ja, der allmächtige Herrgott, warum sollte er nach Aubing kommen wollen und da eingehen? Weil da sind ja schon unsere Viecher alle eingegangen. Und es ist so eine Geschichte, wenn ich die auf der Bühne erzähle, oft kommen Leute dann danach her und sagen mir auch irgendwas, was sie als Kind falsch verstanden haben. Also vor kurzem habe ich erst gehört, dass einer gesagt hat, es heißt immer, die Tauben sollen hören, die Tauben brauchen Ohren. Und die denkt immer an die Vögel und stellt sich dann so einen Vogel vor mit Ohrwaschel und so. Ich habe als Kind immer Schwierigkeiten gehabt mit Namen und Begriffen, weil ich die falsch verstanden habe. Maria im Gefängnis. Da bin ich zur Mama gesagt, wann war die Maria im Gefängnis? Darum muss man in der Kirche klar und deutlich artikulieren. Oder Johannes der Teufel. Ich bin Johannes der Teufel. Wieso war der Johannes der Teufel? Was hat denn der gemacht und so, gell? Ja. Also das, aber das ist das Schöne. Aber das haben wir eigentlich schon im Thema drin, was für mich ein Kennzeichen christlichen Glaubens ist, dass man lachen kann. Bei uns gibt's ja dieses Risus Paschalis, das Osterlachen. Wir praktizieren das hier felsenfest. Immer am Ostergottesdienst am Ende oder
vielleicht da mittendrin, wie es mir heute gerade kommt, eine Geschichte, wo die Menschen herzlichst lachen. Und zwar nicht nur an Ostern, jeder Sonntagsgottesdienst ist ein Ostergottesdienst. Die Gemeinde muss sie als feiernde, als lachende Gemeinde erleben. Gestern haben wir einen Gottesdienst gehabt. Ich habe gestern den Leuten gesagt, dass jetzt nach 20 Jahren zum Motorradfahren aufhört. Jetzt bin ich alter Mann, der gehört mir nicht mehr auf so einen Bock. Und mein Freund, der Karl Mayer, der ist Motorradhändler, dreifacher Speedway-Weltmeister. Und der hat mit mir dann so eine kleine Talk-Predigt gemacht. Und dann sagt er auf einmal, damit man sieht, dass andere Ärzte für dieses Lachen sorgen können. Ja, sagt er, das mit dem Ratzingers Papstgolf war dann einmal. Jetzt verkauft man Schießler Superbike. Und die ganze Kirche, weißt. Und das ist für mich so ein wichtiger Moment. Wir sind erlöst und befreit. Das sagt unser Glaube. Das müssen Menschen leben, sehen, spüren. Mit allen fünf Sinnen feiern wir Glauben. Das muss man uns erfahren können. Und dazu gehört halt auch das Lachen. Ja, und eben Kirche ist ja im besten Sinne und im besten Fall Gemeinschaft. Und wenn dann, wenn man quasi Hemmungen hat oder sich nicht traut, in der Kirche zum Lachen, das war ja traurig. Nicht nur der Ort, sondern auch der Inhalt. Zum Beispiel, jetzt war wieder so eine Koranverbrennung in Schweden, was natürlich zu wahnsinnigen Missstimmungen zwischen wieder Türkei und Schweden und so weiter führt. Wir Christen, muss ich einfach sagen, sind da dem Islam einen Schritt voraus. Wir können das. Nochmal der Risus Paschalis. Was für Geschichte kann man da erzählen, dass Menschen lachen. Das dürfen auch Geschichten oder sollen sogar Geschichten sein, die mit unserem Glauben zu tun haben. Heuer der Osterwitz, kann ich gern wiederholen, weil er wirklich gut war. Jesus war tot, die Jünger haben also nach dem Grab gesucht, sind zum Josef von Arimathea und haben um diese Grabstelle gebeten, wie es im Evangelium beschrieben wird. Und jetzt ein abgewandelter Josef von Arimathea, der hat so zirkert, ich weiß es nicht. Und vielleicht, weiß der nicht, wird das Grundstück mal voll wert und so. Und dann sagt der Petrus, jetzt hör zum Jammern auf, ist er nur für 3 Tage. Und ich sage jetzt natürlich auch hier schallendes Gelächter. Also könnte man sagen, das war blasphemisch. Ja, sicher, ich habe ja auch schon mal gehört, du kannst doch nicht über sowas, über die Auferstehung einen Witz machen. Es geht nicht darum, dass wir uns über die Auferstehung lustig machen, sondern dass ich spüre, dass ich ein Mensch bin, der eine Lösung bereits parat hat für das, was Leben, Sterben und Tod bedeutet. Und das drückt man halt mit so einem Witzel aus. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, auch zu diesen missverständlichen Formulierungen und so, also das merke ich ja in Ihrem Gottesdienst da immer, Sie haben so eine Art, auch wirklich eben Zitate, die man vielleicht heute sagen einem die gar nichts, aber man muss die ja irgendwie ins Jetzt holen und man muss die auch in der Sprache betten, dass die verständlich sind und greifbar sind. Und der Dialekt gehört dazu. Mein Heimatpfarrer, ich bin ja so 12 Apostel in Leim, der stammte aus Weißwasser, aus dem Sudetenland. Und wie ich Student war und dann schon meine ersten Predigterfahrungen gemacht habe, dann hat er immer wieder gesagt, hast nicht Zeit, möchtest nicht am Wochenende predigen. Weil er gesagt hat, du hast dieses bayerische Lokalkolorit, ich kann das nicht. Ich bin von ganz woanders. Ich könnte manche Dinge nie so fassen, wie es das du in deinem Dialekt bringen kannst. Und da habe ich eigentlich von kleiner auf als Student schon erlebt, dass du ruhig den Mut haben darfst, da in der Verkündigung deinen Dialekt mit einzubringen. Ich würde jetzt nie offizielle Gebete bohrisch beten, echt nicht. Aber wenn ich predige, wenn es wirklich eine Aussage von mir ist, wenn es ein sehr gefühlsbetonter Moment ist, dann kann man den ruhig im Dialekt bringen. Das ist gar kein Nachteil. Darum habe ich ja damals die Sprachwurzel gekriegt, vor keine Ahnung, schon wieder 6, 7 Jahren, mit der Begründung, also dialektaler Menschenfischer. Das heißt, das war die offizielle Begründung, weil es geheißen hat, er hat keine Scheu davor, selbst in der Liturgie, in der Verkündigung, die bayerische Sprache einzubringen. Mhm. War für mich eine ganz große Auszeichnung. Ja. Bei der Kirche kriegst du sowas nicht. So, du kriegst nur von 30. Naja, weil Dialekt ja auch was ist, was sehr nah am Gefühl ist und am Herzen. Und das, ich tue mir auch leichter im Dialekt persönliche Sachen zum Besprechen. Und jetzt bemühen wir uns ja auch darum, dass Kinder wieder auch Dialekt lernen. Und ich kann nur sagen, ich kann jeden Tag meinen Eltern danken, dass sie uns wirklich bilingual hochdeutsch-bayerisch erzogen haben. Dass wir da nicht
dem Trend, der war damals schon in den 60er, 70er Jahren gefolgt ist, dass Dialektsprache dümmlich sei. Dass es eher so für einen einfachen Verstand zeugt, wenn jemand Dialekt spricht. Na, sondern man hat uns einfach beigebracht, dass es gewisse Momente und Formen gibt, da spricht man Bayerisch und da spricht man dann Hochdeutsch. Beim Papa habe ich das genau kennt. Ich habe immer gesagt, je schriftdeutscher mein Vater geworden ist, umso komplizierter ist für mich die Gesamtlage geworden. Aber genau, gut, jetzt wird es schwer. Jetzt. Ja, jetzt ist bald Schicht im Schacht, wenn der schon so Schriftdeutsch redet. Ja, jetzt, das klingt ja alles sehr positiv. Gell? Und ich gebe zu, ich bin auch ab und zu da im Gottesdienst, aber ich muss ja auch sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten vor ein paar Jahren schon. Einfach, ich habe das für mich damals, als diese Missbrauchsskandale aufgekommen sind, und da einfach, ich habe das für mich nicht ausgehalten, in dieser Form der Gemeinschaft da noch Teil zu sein, wo so viel Leid passiert ist und denen Menschen zum Teil noch mehr Leid widerfährt, indem man sie auch nicht richtig aufklärt. Also ich habe für mich dann irgendwann lang gehadert, weil das ist ja was wirklich Tiefes, so eine Kirchenzugehörigkeit, aber ich habe das für mich dann so gewählt. Ja, aber die Frage ist, was haben Sie geändert damit? Oder ich rasse jetzt nochmal um, sind wir, die wir jetzt nicht diesen Schritt gesetzt haben, ich würde sie nie verurteilen, das ist ihre Entscheidung, ist halt einfach so, aber ich würde es nie bestätigen. Sind wir jetzt die, die den Missbrauch billigen? Sind wir die, die sagen, nein, wir kämpfen nicht dagegen? Ja, gerade deswegen, weil wir drin bleiben, kämpfen wir dagegen. Ja. Weil wir die Stimme erheben. Ich glaube, gerade wir, die wir gesagt haben, diese Kirche wird es nie perfekt geben, aber wir müssen uns immer um diese Kirche kümmern. Wir haben es erreicht, dass jetzt nach 13 Jahren Missbrauchsskandal, Aufarbeitung, diese Dreischritt-Prävention, Aufarbeitung und Reform, dass der steht. Der ist unverrückbar. Und dass wir jetzt bereits, mag jemand zu lange gedauert haben, aber wir haben jetzt eine Kirche in diesem Land, ich kann nur für uns reden, in der es sowas wie Vertuschung nie mehr geben wird. Das ist für mich einer der größten Erfolge, wo ich sage, daran haben wir gearbeitet. Und das völlig klar, dass da lauter Fehler gemacht worden sind. Nicht nur da gehen wir zurück bis in die Kreuzzüge und wo auch immer. Aber die Frage ist, wie weit komme ich, wenn ich nur im Verurteilungsmodus bleibe? Ich sage immer wieder meinen Leuten hier, wenn wir irgendein Problem haben, ich brauche keine Schuldigen, ich brauche Lösungen. Und die Lösung war, aber jetzt treten wir aber auf. Ja, also da gebe ich Ihnen total recht und da bin ich auch dankbar und das verfolge ich auch wirklich mit Respekt und Anerkennung, weil das finde ich auch wirklich gut. Also ich glaube, für mich war das der einzige Schritt, irgendwas zu zeigen, also weil ich wahrscheinlich jetzt auch nicht die Kraft oder ich bin auch nicht so verankert gewesen in der Kirche, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt da mit was reformieren, aber ich bin sehr dankbar, dass es so Leute wie Sie gibt, die das einfach... Jeder kommt mit reformieren, Sie sind ein Teil dieser Kirche und Sie reformieren Ihren Teil, aber Sie müssen es mal andersrum sehen, Sie sind gegangen und haben eigentlich diese Kirche, so wie Sie sie für unangenehm empfunden haben, denen überlassen, die das aus dieser Kirche gemacht haben. Und genau das tue ich nicht. Ich frage immer wieder, wenn ihr mit Menschen wie mit Ihnen darüber redet, wie sind Sie in die Kirche reingekommen? Ich kann in den Verein eintreten, ich kann zum FC Bayern gehen, ich kann zu den Löwen gehen, ich kann wieder austreten, wenn mir was nicht passt, wenn ich schlecht Sport bespielt oder was auch immer. Aber wie bin ich in die Kirche reingekommen? Im Normalfall kommt man als Babys rein. Ja. Warum kommt man da rein? Weil Eltern, deine Eltern, ihre Eltern, zur Kirche gegangen sind und darum gebeten haben. Die erste Frage bei der Taufe, dahinter ist unser Taufstein, lautet, was erbittet ihr für euer Kind? Das heißt, da kommen Eltern und bitten darum. Jetzt frage ich mich natürlich, diese Eltern bitten um alles, was irgendwie möglich ist, dass das Kind gesund wird, dass es schön wird, dass es erfolgreich wird, dass es einen gescheiten Hamster daheim bringt oder was weiß ich alles. Warum sollten die auf die wahnsinnig witzige Idee kommen, um etwas zu bitten, was mir wehtut, was mir schadet? Meine Eltern haben darum gebeten, ihre Eltern haben darum gebeten, damit sie eine Heimat kriegen, eine geistliche Heimat, eine Heimat, in der sie ihr Leben entfalten können. Jetzt hat diese Heimat auf einmal wirklich hässliche Seiten gezeigt, die nicht einfach nur da waren.
dieser Missbrauch, den hat es von Anfang an gegeben. Da können wir in die Passion Jesu gehen, da können wir in die Leidensgeschichte Jesu gehen, wo Jesus dort, wo es wirklich drauf ankam, nämlich an seiner Seite zu stehen. Was haben die Jünger getan? Sie haben geschlafen, sie haben sich so einen Staub gemacht, sie waren nicht da, sie haben ihn verleugnet, sie haben ihn verraten und so. Da beginnt schon das Ganze. Das war die Geburtsstunde der Kirche. Und da waren aber welche, die haben nicht aufgegeben. Frauen. Am Samstag haben wir die Magdalena gefeiert. Die Apostolin der Apostel. Frauen waren es, die nicht mehr Jesus von der Seite gewichen sind, die unter dem Kreuz standen, die das leere Grab gefunden haben. Das ist unsere Kirche. Und ich denke nicht daran, diese meine Kirche, in die ich nur hineingekommen bin, weil meine Eltern darum gebeten haben, denen zu überlassen, die sie mit Füßen treten. Und darum bin ich der Letzte, der herausgeht. Wie beim sinkenden Schiff. Ich halte mich nur an der Reling fest. Und wenn alle schon untergegangen sind, ich bin noch dabei. Das finde ich ja gut. Aber vielleicht dazu noch was Persönliches. Ich bin einmal in die Schweiz umgezogen, nach Zürich. Und da war ich noch Mitglied der Kirche. Und das ist da auch mit übermittelt worden. Und ich bin da angekommen und habe einen Brief gekriegt von quasi meiner neuen Heimatgemeinde. Und da ist einfach nur, klar, das war einfach nur so ein Standardbrief. Aber es war irgendwie so gesagt, die Kirche ist da und da ist unser Gemeindehaus. Und sie sind jederzeit herzlich willkommen. Das habe ich sehr nett gefunden. Und das ist mir jetzt noch in Erinnerung. Und ich bin eine kurze Zeit später wieder nach München zurückgezogen und war dann da in einem neuen Viertel und einer neuen Gemeinde und habe nach kürzester Zeit einen Brief gekriegt von meiner neuen Gemeinde mit einem Überweisungsträger und mit der Bitte zu spenden. Und ich bin nach Heidhausen gezogen, muss ich dazu sagen, aber in dem Moment ist mir nicht so, finanziell war ich nicht so gut aufgestellt, habe nicht gewusst, was macht die nächste Miete. Und dann ist so, den Satz habe ich mir so gemerkt, weil es so, ja, das hat mich irgendwie getroffen, da ist gestanden, wenn Sie ein gutes Herz haben, dann spenden Sie. Und dann habe ich, das hat mich irgendwie so gewurmt in dem Moment. Ich habe dann einen Brief geschrieben an den zuständigen Pfarrer und habe ihm geschrieben, dass mir das gar nicht gefällt, dass also die Güte von meinem Herz an meinem Geldbeutel verknüpft ist. War sicher einfach nur eine unglückliche Formulierung, aber habe dem auch da meine Lage geschildert und dass ich das halt befremdlich finde als Empfang, dass ich mir einfach einen schönen aber ich habe dann auch nie was gehört davon. Und das sind so, das konnte ja einfach untergegangen sein, aber es ist eine persönliche Enttäuschung. Ja. Eben, mich wundert es, dass Sie einen Brief bekommen, wenn Sie ausgetreten sind. Nein, da war ich nur in der Kirche. Ausgetreten bin ich erst später. Ja. Dann haben Sie das geklärt. Ja. Warum der Brief? Das ist etwas vorgefertigt. Das ging um die Caritas-Sammlung. Das kriegen wir fertig geliefert. Und das geben wir Ihnen weiter. Und da kommt einfach nur der Briefkopf und die Unterschrift vom Vater dazu. Warum der Brief? Warum so unpersönlich? Weil wir die Leute nicht mehr haben. Ich kenne es nur aus meiner Zeit, auch hier noch in der Anfangszeit vor 30 Jahren. Da hatten wir einen Caritas-Sammler. Und die sind von Haus zu Haus gegangen. Da war das eine persönliche Begegnung. Da war das nicht bloß ein Abkassieren, sondern ein Besuchen. Und darauf haben wir Leute gewartet. Die haben sich immer gefreut, wenn der Caritas-Sammler, die Sammlerin kommen sie ist. Haben wir heute nicht mehr. Also müssen wir es auf diesem Weg machen. Ich muss es auf diesem Weg machen. Hat wiederum den Vorteil, dass du an Menschen rankommst, die du heute vielleicht daherin nicht triffst. Die du vielleicht im Viertel nicht triffst. Die selten da sind, aber die kriegen den Brief. Manche fühlen sich damit so Formulierung, mit, wenn sie ein gutes Herz haben, angesprochen. Wir sammeln ja nicht für uns, wir sind ja nur das Werkzeug. Wir geben sie weiter an die, die wirklich unsere Hilfe brauchen. Und das muss man bei der Gelegenheit eben sagen, wenn der 500.000 aus der Kirche austritt, auch wir hier, müssen überlegen, was ist finanziell noch machbar. Du kannst natürlich gewisse Dinge dann nicht mehr erwarten an Leistungen, an Möglichkeiten vom sozialen Dienst bis hier, dass in so einer Kirche herin, einer muss den Bau erhalten. Wenn wir es nicht mehr können, sperren wir zu. Es ist halt einfach so. Also von nichts kommt ja auch nichts. Ich habe jetzt noch gemeint, Sie kommen jetzt dann mit dem, wie man mit Ihrem Kirchenaustritt umgegangen ist. Also bei uns werden Leute begrüßt. Selbst wenn sie ausgetreten sind, kriegen sie einen Begrüßungsbrief, wenn sie herkommen und wir die Informationen dazu bekommen. Und wenn jemand ausgetreten ist, kriegt er auch einen Brief, aber keinen hektografierten, den man überall hat, sondern ganz persönlichen, wo ich vor allem den Leuten sage, mich würde es einfach interessieren. Und mir wird es wahnsinnig gram sein, wenn sie wegen mir persönlich oder wegen uns als Gemeinde, was wir hier machen, gegangen wären. Weil das war nicht in unserem Sinn. Weil wir uns wirklich bemühen und wir sind offen für jede Form der Kritik.
Also auch das nehme ich gerne an. Ich schaue auch nicht mehr drüber, ich lasse das mein Büro, wie der genaue Text ist, aber das nächste Mal schaue ich rein. Nicht, dass da so eine doofe Formulierung drin ist. Ich gebe dir da völlig recht, da ist wieder den moralischen Druck da aufzubauen. Ich sage immer meinen Leuten hier, wenn wir hier was verkündigen, kein moralinsaures Geschwätz. Dafür sind wir nicht da. Nicht am Schluss sagen, man schaut's, vielleicht habt ihr dann eine größere Chance im Jenseits, wenn. Das ist ein völliger Blödsinn. Sondern nehmt die Leute in ihrer Lebenswirklichkeit ernst. Ja, also hier habe ich den Eindruck auch immer, wie gesagt, ich komme ab und zu also wieder in die Kirche. Ich bin wirklich jahrelang, war das für mich gar kein Thema mehr. Und dann eben auch der Austritt und auch danach nicht. Also was mich persönlich zurückgeholt hat ein bisschen, ist einfach ein persönlicher Schicksalsschlag. Also mein Papa ist verstorben letztes Jahr. Und es ist ja so, also mit Trauer wird ja einfach schwierig umgegangen in der Gesellschaft, finde ich. Also man hat so die ersten 4 Wochen, die ersten 8 Wochen ist nur nimmt jeder noch Rücksicht, aber dann es wird so erwartet, dass man das verarbeitet hat. Und wenn man das noch nie damit konfrontiert war, ist es auch schwer, damit umzugehen. Man ist ein bisschen auf sich zurückgeworfen. Und man gibt sich die Zeit nicht. Das sage ich immer wieder, das war das Trauerjahr früher. Das darf nicht verloren gehen, weil ich habe damit nach außen, also durch die Kleidung signalisiert, gebt mir Raum und Zeit für den Schmerz. Ja. Verlangt halt einfach, dass ich funktioniere, dass ich jetzt wieder da bin. Ich habe jetzt das Vorwort geschrieben für das Buch von der Kimberly Clark Hagen von der Abendzeitung, die Feuilletistin. Die ist, als der Klaus gestorben ist, ist sie, wie sie so schön sagt, vom On ins Off. Und sie hat dieses Trauerjahr voll für sich durchlitten, durchleiden, durchstanden. Das war eine Qual für sie, aber sie hat es durchgemacht. Und heuer im Frühjahr hat sie dann so alle eingeladen und gesagt, jetzt bin ich durch und jetzt kommt jetzt mal wieder Fest des Lebens. Und das hat sie in dem Buch jetzt so zusammengeschrieben und haben mich gebeten, dass ich das Vorwort mache, was ich sehr gern gemacht habe, weil ich ja die Tipps dafür ein bisschen geben dürfte, wie sie jetzt in dem Dreierjahr mit sich selber umgehen soll. Dass sie sich wirklich der ganzen Kälte und der Leere, die dieser Tod gebracht hat, dass sie sich dem stellt. Mhm. Und das ist was Heilsames. Weißt, wir dürfen nicht nur bei den frommen Sprüchen stehen bleiben, die da sagen, ja, wie Hermann Hesse, jedem Anfang wohnt der Zauber inne, du musst loslassen, damit was Neues entstehen kann. Nicht Sprüche, glaube ich. Sage ich auch hier bei den Leuten immer wieder. Kein Formler-Glauben, nicht immer nur fromm gescheiter Herrin, sondern wirklich fundiert hinter dem Ganzen stehen. Ja, und es ist, also tatsächlich hat das aber sehr Heilsames, wenn man dann in so einem Gottesdienst da teilnimmt, auch wenn das mein Glaube ist nicht so stark gewesen, noch nie, glaube ich, und eben die letzten Jahre gar nicht, aber für meine Eltern, auch für meine Großeltern war das noch ganz andere Verbindung einfach und auch diesen Moment dann zu haben und es wird der Verstorbenen gedacht, einfach, da hat das noch Raum. Also ich bin hier nur der 50% Pfarrer, hier sitzt nur die Hälfte, in der anderen Hälfte bin ich geistlicher Beirat der katholischen Erziehergemeinschaft, das ist ein Berufsfachverband für Erzieher, Lehrer und so weiter, so wie der BLLV, nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher, Pädagogen und alles Mögliche, Professoren, Studenten, jeder kann da Mitglied sein. Wir haben 8000 Leute in Bayern und es ist eine sehr verantwortungsvolle Vereinigung. Und die Aufgabe, weil es katholisch ist, heißt, es wird von der katholischen Kirche mit gefördert und darum ist ein katholischer Geistlicher mit dabei. Wir haben regelmäßige Gottesdienste, Veranstaltungen in jeglicher Form. Aber wir haben ja zum Beispiel Gottesdienste für langjährige Mitglieder, die dann schon bei den Senioren sind und dann irgendwann einmal versterben. Und da war so ein Gottesdienst und der war dann vorüber und dann ist eine Kollegin vom BLLV, die den auch gekannt hat und teilgenommen hat, die ist dann danach zu uns, so ein kleiner Kreis, dazugetreten und hat gesagt, schaut's, und das ist das, was wir nicht haben. Das ist das, was uns unterscheidet. Dass bei uns halt in einem Heftel drinsteht, der ehemalige Oberstudiendirektor so und so ist verstorben. Und ihr kommt, feiert, betet, trauert. Mhm. Und da bin ich schon wieder dabei bei der Frage, warum braucht es Kirche? Weil es einfach Dinge gibt, die kann ich nicht alleine tun. Sie sagen, sie haben keinen, wie haben sie das gesagt, tollen Glauben oder was. Wie soll ich Glaube messen? Ich kann daher die Temperatur messen. Aber wie soll ich einen Glauben messen? Das kann ich nicht. Ich kann Luftdruck messen, aber nicht, ob jetzt das reicht. Ich hoffe, dass mein Glaube auch reicht, wenn es einmal so weit ist. Ja, aber das ist ja was so, das kommt ja so von innen. Das kann ja, nur? Ich sage, manchmal blicke ich fast so
ich habe sowieso eine Sehnsucht, wenn ich so sehe, wie Leute in ihrem Glauben so verankert sind, weil ich das Gefühl habe, die haben so ihren Rahmen, da ist für alles irgendwie eine Erklärung da und so. Und das habe ich. Also, ich glaube, das Wenigste vom Glauben sieht man. Ja. Ich sehe die Leute hier, wenn wir hier am Sonntag volles Haus, wenn sie mit mir feiern und so, da sehe ich ein bisschen was. Aber sehe ich da schon einen Glauben? Nein, ich erlebe diesen Glauben, wenn ich diese Menschen in ganz besonderen Situationen erfahre, gütig zu anderen, gütiger zu sich selber. Man darf nie diesen Dreiklang der Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, den darf man nie trennen. Die sich auch selber was Gutes gönnen, die sich selber mengen. Das ist für mich Ausdruck des Glaubens. Mir sagen Leute am Friedhof, wissen Sie, Pfarrer, geht der Opa und so, in Kirche ist er nicht vergangen, aber glaubt hat er. Dann sage ich, wissen Sie, so wie in Kirche gegangen ist, das ist mir relativ wurscht. Darf man zwar nicht, aber ist mir relativ wurscht. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie haben Sie das gemerkt, dass er glaubt? Wie? Erzählen Sie mir, das interessiert mich voll. Weißt du, was dann immer rauskommt? Es sind dann Erzählungen, Beschreibungen, wie der Verstorbene mit seinem Leben umgegangen ist. Wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er mit der Erschöpfung umgegangen ist, wie er die Leichtigkeit des Seins gelebt hat, wie er auf seinen Nummernschüttel hin und dort steht gehabt hat, bevor ich mich aufrege, ist mir lieber wurscht. Das kann doch nur ein Gläubiger sagen. Kein Ellenbogenverhalten, sondern ein offenes, ein ausgebreitetes Verhalten. Die Simone Weil, damit konnte ich das abrunden, hat einmal gesagt, ob jemand fromm ist, das mache ich nicht daran fest, ob er fromme Dinge spricht, wie er religiöse Sachen ausdrückt, wie er von Gott spricht, sondern wie er von diesem Leben spricht und wie er mit diesem Leben umgeht. Sehr schöne Worte und ich würde sagen, die lassen wir jetzt mal ein bisschen sacken. Genau, machen wir eine kleine Pause und dann geht's gleich weiter. Ja, wir sind noch in St. Maximilian. Herr Pfarrer Schießler, ich habe Sie mal gesehen, da habe ich nicht mit Ihnen gerechnet. Das war letztes Jahr mal. In München hat es ja lange das Roy gegeben, diese Schlagerbar. Oh ja, mein Roy. Und da war ja jetzt eine Wiedereröffnung. Ja. Und da, ich meine, man muss sich vorstellen, das ist so eine plüschige Kellerbar und so. Und auf einmal waren Sie da und haben da den Ort gesegnet. Ja, weil ich schon lieb aber vom Original Roy war. Ich bin ja Ehrensenator bei der Nahalla. Da bin ich auch, dazu komme ich als Jungfrau zum Kind, weil ich den Herrn Trollmann, den früheren Nahalla-Präsidenten, beerdigt habe, das ging über den Wickelhagen, über den Wiesenwirt. Ist alles 10 Ecken, 10 Kanten. Und da bin ich in den Halle dann gekommen und ich kenne den Grauer vom Roy. Und wir haben da uns immer getroffen, weil wir haben ja miteinander Aktionen. Wir haben hier das Halle Weihnachtskonzert. Wir haben jetzt wieder Bergmesse, wo der Klaus Ammann, der bei der Halle ist, mit seiner Big Band spielt und so weiter und so fort. Und ich habe das so gemacht, die ganzen Bilder und das Blech. Ja, wirklich. Und dann hört der Grauer da auf. Während Corona, da sage ich, Mensch, und das darfst du nicht. Ich habe den bekniet, ich habe ihm mit Tod und Hölle und Feuer gedroht, wenn er aufhört. Gell? Nein, ich habe gesagt, das ist jetzt einfach so weit. Und dann kam die geniale Idee von meinem Freund Stiftel, dass man das in den Keller da untertut. Und da war völlig klar, wie es kostet, die werde öffnen. Die war immer ein, so, da bin ich da. Das Roy lebt weiter. Ich finde es einfach toll, dass es auch so Lokalität gibt, wo man auch die ganze Nacht, wo man um 3 in der Früh noch reingekommen ist. Das ist nichts Schmutziges. Sondern das sind Menschen, die das Leben feiern. Ich habe dort immer nur nette Gesellen getroffen. Überall, wo du bist, ob Wiesn, ob Fußball oder ganz, überall gibt es Menschen, die vielleicht ausarten. Das kann ich auch nicht verhindern. Das ist halt einfach so. Aber nein, es war eine tolle Geschichte. Da war es hier da, bei der Eröffnung. Ich war da, ja. Das war gut. Ja, gell? Das war super. Aber wie gesagt, ich war überrascht, dass Sie da waren. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also hier eben vor allem, wenn vielleicht immer weniger Leute in die Kirche kommen, dann muss man halt zu den Leuten gehen. Ich verstehe so katholisch. Ich muss ja in der KIG meinen Erziehern und Lehrern immer das K, das katholisch erklären. Sage ich, Katholä, weltumspannend. Katholisch ist für mich immer. Und so ist es mir beigebracht worden von daheim und dann als Jugendlicher und später im Studium. Katholä, die Welt umspannend. Das heißt, es gibt keinen Ort der Welt, für den ich nicht
verantwortlich wäre. Keine Menschen, für denen ich jetzt Sorge tragen müsste. Keine Not, die nicht meine Not wäre. Auch wenn ich jetzt hier lebe in einem Land, wo kein Krieg ist, trotzdem der Ukraine-Krieg nicht nur, weil er mitten in Europa ungefähr stattfindet, sondern er betrifft mich trotzdem, weil hier Menschen sterben. Das ist für mich katholisch. Es gibt keine Sprache, die nicht meine Sprache wäre. Deswegen muss ich multilingual sein, sondern wir sprechen alle die Sprache Gottes, die Sprache der Schöpfung. Das ist für mich katholisch. Also nicht ausgrenzend, sondern einschließend. Und so erkläre ich es auch meinen Lehrern, dass ich sage, wenn wir so eine katholische Erziehergemeinschaft, wir müssen nicht die christliche oder die humanistische Erziehergemeinschaft werden, wir bleiben die katholische, weil wir niemanden ausgrenzen. Und das heißt, es gibt da keine Orte, in denen ich besuchen würde. Ja, jetzt muss gleich die Gegenfrage kommen, würden Sie in der Puff aufgehen? Ja, wenn ich gefragt werde, ja, aber nicht um das Puff zu benutzen, wenn es darum ging, vielleicht eine Not zu lindern oder jemand zu besuchen oder was. Es gibt keine Situation und keinen Ort, wo Kirche nicht wichtig wäre. Ja, wenn wir jetzt aber auch nochmal auf das Thema kommen, eben Mitgliederschwund oder ich merke in meinem Umfeld, es sind auch viele, die einfach konfessionslos sind, aber man spürt ja trotzdem, also wir Menschen haben, das ist ja was zutiefst Menschliches, wo ich auch eine, wir sollen sagen, eine höhere Ordnung zu kennen oder irgendwas ist nur mehr als unser tägliches Leben einfach, was uns so umgibt. Und viele Leute haben so eine Sehnsucht oder erfüllen sie die mit irgendwie so, ich weiß nicht, es geht dann so in Richtung so Selbstfindung oder so. Ja, ja oder also, gibt's Supermarktreligion. Ja, und man steht vom Regal, genau, mit dieses Ketchup, ja. Welches ist billiger, welches kostet keine Steuer, ja, welches ist, hat weniger Zucker, welches ist belastend. Oder, so gehen wir dann mit Religionen um. Ja. Nochmal, wie bin ich zu meiner Religion gekommen, zu meiner Konfession? Ich bin hineingeboren worden. Das heißt, es ist mir hineingelegt, wie so vieles, dass ich diesen Körper habe, dass ich diese Geschichte habe, dass ich ein deutsches Kind bin. Das heißt, ich habe mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Das ist nicht einfach wegzuleugnen. Das kann ich nicht ablegen wie ein Gewand, sondern das kehrt jetzt zu mir. Das ist mir aufgetragen. Dieser berühmte Satz, es gibt keine kollektive Schuld, es gibt nur die kollektive Verantwortung. Ich bin das Kind von Kriegseltern. Also meine Eltern haben den Krieg mitgemacht. Die haben den ganzen Terror, den ganzen Mist, den Krieg bedeutet, als junge Menschen selber erlebt. Haben dieses Land aufgebaut, haben weitergemacht, haben gespürt, wir haben ein Erbe, wir müssen ein Volk wieder sozusagen generieren. Und das ist der Gedanke, der halt in uns eingesetzt ist. Und ich entwickle ihn jetzt für unsere Gesellschaft, ich entwickle ihn für unsere Kirche. Ich kann nicht einfach sagen, nach mir die Sintflut. Ich bin jetzt verantwortlich dafür. Ja. Und das mit der Sehnsucht ist richtig. Und darum habe ich zum Beispiel, also auch wenn Sie Lust hätten, bei mir kann man online eintreten. Weil ich gesagt habe, das geht nicht an, dass ich auf der einen Seite zum KVR gehe und dann ist das für kosten 50 Euro anonym und dann bin ich draus. Ja. Wenn ich einen Online-Termin habe, dann gibt es bei mir online die Möglichkeit, so einzutreten. Niemand muss auf Knien zu mir ins Büro rutschen. So haben wir es früher verstanden. Warum? Weil wir früher den Kirchenaustritt immer gleich mit Glaubensabfall gleichgesetzt haben. Im Gegenteil, manchmal denke ich mir, ihr glaubt viel zu viel. Bleiben wir doch bei dem stringenten Glauben, den wir so als Kinder gekriegt haben, der uns heute doch nur trägt und hält. Und ich habe viele der Leute, die zu mir kommen, nie mehr im Leben gesehen. Wir haben kommuniziert per E-Mail, per Telefon und so weiter. Also keiner muss sich da verbiegen. Und diese Sehnsucht ist da. Die Leute sagen mir das ja immer wieder. Ich habe dann doch immer wieder gespürt, dass... Ich habe heute erst einen Kontakt gehabt mit jemandem, die einfach genau dasselbe sagt. Tibets, Missbrauch, da. Jetzt hat sie sich überlegt, naja, austreten ist schon hardcore. Na, wäre evangelisch. Dann sage ich, also das finde ich jetzt auch ein bisschen billig. Sag ich, weißt du, ich lebe hier mit dem evangelischen Pfarrer in meinem Pfarrhof zusammen. Der Papst hat so eine saublöde Bemerkung gemacht. Er hat ja gesagt zum synodalen Weg bei uns in Deutschland, die haben doch schon eine gute evangelische Kirche, sogar, also braucht es noch mehr Worte. Jetzt hört einmal auf die Evangelischen rumzuprügeln. Ein Bischof sagt, na, wir brauchen da gar nichts ändern mit Zölibat und so weiter. Sieht man eine evangelische Kirche, die implodiert ja in sich selbst, sprich, die hat das alles gemacht, aber es geht auch nicht weiter. Wo sind wir denn hier bei der Olympiade der Religionen oder was? Das ist doch ein völliger Blödsinn. Die haben ja eigene Geschichte. Dann sage ich, lass uns doch die Evangelischen in Ruhe. Überlegen Sie halt einfach einmal, was Sie tun können. Und überlegen Sie vor allem, wenn Sie gehen, was ich Ihnen auch gesagt habe, Sie fehlen mir. Jetzt habe ich, wie wenn ihr Streit macht, einer ist wieder weniger. Ich brauche aber jeden einzelnen Mann, damit wir hier ein gutes Gebilde und einen guten Kampf
zusammenbringen. Das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, jeden einzelnen Mann. Weil tatsächlich, was sagen Sie mir als Frau, die in einer Glaubensgemeinschaft mich aufgehoben zu fühlen, wo aber tatsächlich bestimmte Ämter einfach aufgrund, also wenn ihr zu erstreben hättet, kannt ja nicht aufgrund meines Geschlechts. Ich habe jetzt nur gesagt, einzelner Mann, weil ich von einem Heer ausging. Ich weiß schon, das habe ich natürlich gleich ausgewusst. So wie Putin, wo jetzt einen neuen Generalmobil machen will, da siehst du auch nur Männer. Gell? Ja, ja. Ich würde als Antwort geben, eure Stunde wird kommen. Und zwar ganz sicher. Das sage ich bei jeder meiner Veranstaltungen. Ihr werdet eine ganz andere Kirche erleben. Meinen Sie, dass ich das nur erlebe? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist gar keine Frage des Zeitpunkts. Unsere Aufgabe ist es, den Boden hier weiter zu bereiten, dass diese Kirche da in Bewegung bleibt. Weil bis der Letzte auch in dieser Kirche versteht, dass sie das niemand mehr vermitteln kann, warum nicht sie nur qua ihres Geschlechts nicht in der Lage wären, hier in dieser Kirche die Sakramente des Heils zu verkünden und zu spenden. Nur wegen dem Geschlecht, echt wahr? Dass wir hier überhaupt keine Begründung mehr herbringen, dass jemand nur, weil er, was heißt nur, ist eine Riesenfrechheit, weil er eine Frau ist, nicht in der Lage wäre, die Theologie zu lehren, die Sakramente zu spenden und Christus zu repräsentieren. Vor allem müssen wir das nicht erfinden, es steht in unserer Bibel. Galaterbrief, Apostel Paulus, wir sind alle eins in Christus und dann zählt das auf, dass es keine Unterschiede mehr gibt, Juden, Griechen und ganz am Schluss Männer und Frauen. Wir müssen eine Kirche nachspielen, wir müssen jetzt dazu tun, als wenn wir die Urkirche wären. Wir sind Kirche jetzt und wir müssen jetzt lernen, dass das etwas völlig Normales ist, dass jeder Christ, ob Mann oder Frau, Christus ganz und gar repräsentiert. Und das sind wir irgendwann nochmal, ist mich interessiert sogar nicht, ob sie erlebt. Für mich ist es jetzt schon präsent. Ich würde schon gerne erleben. Weiß ich nicht, was ich da mehr hätte. Ich weiß, dass es sein wird, weil es gar nicht anders geht. Ja, gut. Sie gingen ja gerne mal einen Schritt weiter als andere. Und ich weiß, das Kirchenjahr hat ja viele Höhepunkte, aber mein persönlicher Höhepunkt ist Anfang Juli, wenn da Viecherlmäß ist. Und es war ja jetzt eben auch wieder und es ist so schön, es ist voller Hund, Katz, Schildkröten, was man alles so sieht. Und das finde ich auch so ein schöner Ansatz, auch zum sagen, eben alle Lebewesen. Das ist ja auch innerhalb der Kirchen nicht so selbstverständlich, oder? Also was da wichtig ist, es ist ja nicht nur an dem einen Sonntag, nächstes Jahr der 3. Juli, sondern bei uns ist es immer selbstverständlich. Also Katzen, Schildkröten bringen sie sonntags nicht mit, aber dass sie leider mit ihrem Hund zu uns in die Kirche reingehen. Ja. Das ist für uns was völlig Normales. Darum können wir auch glaubwürdig so eine Viecherlmesse machen. Das Schöne an der Messe ist, die arrangiert er schon in der Beteiligung nach der Christmetten, so viel können wir da. es ist der Geist, den die Leute bringen. Und wieder, wie bei anderen Veranstaltungen, ob Hochzeit, Taufe, Beerdigung, die Leute kommen jetzt nicht so sehr zunächst einmal wegen ihrem Glauben, sondern weil sie halt zu der Community dazugehören. Jeder hat einen anderen Bezug zu dem Thema Segnung. Und darum haben wir uns gesagt, es geht ja weniger nur um die Segnung der Hunde und Katzen, es geht um das Thema Schöpfung. Und wir holen uns immer jemanden, der mit dem Thema zu tun hat. Und diesmal haben wir ja die Schutzhundestaffel vom Pfaffenhofen Ilm dabei gehabt. Und dann haben wir mit denen da gesprochen. Und das soll einem klar werden beim Zuhören, die Verantwortung, die wir übernehmen füreinander, das heißt auch die Tiere für uns. Und damit, glaube ich, werden wir Schöpfung ganz anders bewusst. Also ich muss sagen, ich habe, weiß nicht, was ich alles geleistet habe, aber die Viecherlmesse, die ist meine Erfindung und die ist, glaube ich, mit das Beste, was uns hier gelungen ist. Das ist wirklich das. Und du kriegst so über so weite Strecken und so viele Leute mal hier rein, dass sie diesen Raum, dass sie eine feine Gemeinde erleben und sie müssen nichts leisten. Ich sage ihnen auch immer wieder, immer sitzen bleiben, nicht aufstehen und so weiter, damit die Viecher nicht durcheinander kommen. Ihr bleibt sitzen, als wenn es angeschraubt wird. Gell? Ja. Rest machen wir daher fahren, gell? Es ist eine wunderbare Atmosphäre, es ist eine Herzlichkeit da. Die bringen ihre toten Tiere, sprich die Kremierten in der Urne bringen es mit. Die stellen wir vorne hin, die werden gesegnet und so, weil das einfach dazugehört. Ein Tier ist ein soziales Wesen und wenn das nicht mehr da ist, dann bricht für diese Menschen eine soziale Struktur auseinander. Dieser Text, diese Rede, das ist nicht nur, damit wir Kirche gut darstellen, sondern das sind original wir als Kirche. Mhm. Wie geht's denn Ihrem Hund? Die Pia, ja. Schau, die wird jetzt 9 Jahre. Das ist ein Engel auf 4 Pfoten, sage ich immer wieder. Und immer wenn ich so anschaue, dann kommt das kleine Gedanke, was mache ich nur, wenn ich die nicht mehr habe? Oder was mache ich, wenn ich dich hergeben muss? Das reißt mir jetzt schon schier das Herz.
Also für mich ist so ein Lebewesen so eine unglaubliche Gabe Gottes. Jemand, der das nicht hat, der kann das nicht verstehen. Wir haben unser ganzes Leben darauf eingestellt, dass wir, wie wir Urlaub machen und so weiter. Wir sind jetzt extra, wo es so heiß war, im Urlaub, wo ich hingefahren, wo wir gewusst haben, da ist kreislich. Wenn es dem Hund gut geht. Ja, das ist Pia, genau. Wie hieß die Werbung damals? Wenn sich die Katze freut, wenn es der Katze gut geht, freut sich der Mensch. Biskas. Ich habe hier mal beim Viecherl-Gottesdienst einen Tierarzt da gehabt, der hat es gesagt, er ist nur zur Hälfte Viechdoktor, zur anderen Hälfte ist er Psychologe für die Menschen. Und das Wichtigste in seiner Praxis sind die Tempotaschentücher. Das glaube ich sofort. Absolut. Ich war einmal dabei beim Einschläfern, ich habe mich danach beim Tierarzt entschuldigt, weil ich so gewarnt habe, wie gesagt, ich habe schon ganz Dorf beerdigt, aber so schlecht ist mir noch nie gegangen. Ja, ist so. Und wir sind nicht Gaga. Das wollen wir nur mal festhalten. Wir haben viel Protest am Anfang gekriegt mit der Viechelmiss. Ja, spinnt er jetzt, er macht jetzt Franziskus Vogelpredigt und so weiter. Er kriegt das Leid immer rein, holt er jetzt eine Viecherei und so weiter. Nix. Es ging immer um den Menschen in seiner Lebenswelt. Ja, das auch der Kirche ausmachen, dass das einfach. Eigentlich, das war unser Grundauftrag. Ja. Da gehören auch die schönen Seiten dazu. Oktoberfest kommt wieder. Sie haben ja einmal lang. 10 Jahre. 10 Jahre lang. Ja, 10 Jahre. Das ist ja was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also jeden Tag der Bediener im Zelt. Waren die wunderbarsten 10 Jahre. Ja. Bis du einfach dann einmal merkst, so, das war's jetzt. Ja. So wie gestern, das war ganz spontan, dass ich mit dem Motorrad fahren aufhöre. Das war spontan? War spontan, war nicht geplant. Ja. Der Hans Kammerlander, der Bergsteiger, hat mir den Satz gesagt, zum Bergsteigen, Berghin besteigen gehört immer auch die Freiheit und die Bereitschaft umzukehren. Mhm. Was anderes zu machen. Und du musst einfach den Moment spüren, jetzt ist es soweit. Und so wäre nach 10 Jahren Wiesn, habe ich gemerkt, jetzt ist gut. Ich kann nicht mehr diese Freude des Anfangs entwickeln. Es waren wunderbare Jahre, die Wiesn wird immer Teil von mir sein. Aber das ist was Schönes. Das ist mein Leid hier, wenn man das hier hört. Ich bin halt ein vom Verkehr umflossener Raum hier. Und dann sage ich mir, wenn das so ist, und das gehört auch dazu. Ja. Wenn dann in der schönsten Kirchenmusik auf einmal dann der Krankenwagen kommt, dann sage ich so, und jetzt kommt unser Lied. Eben, weil wir da einfach mittendrin so sitzen. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich herzlich für die Zeit und für das schöne Gespräch. Alles gut. Danke. Und freue mich sehr. Alles Gute und vielen viel Erfolg. Dank. Ja, danke.